Hi Leute, oh mein Gott, auf dieses Video freue ich mich so, so, so unfassbar, weil ihr wisst ja, dass wir auf der Fashion Week waren und auf der Fashion Week gibt es ja überall eine Goodie Bag. Also egal, wo du hinkommst, bei jeder Show gibt es eine Goodie Bag, in jeder Lounge gibt es eine Goodie Bag, wenn du gehst, gibt es eine fette Goodie Bag. Und ja, natürlich habe ich hier richtig viel abgesahnt und weil ihr ja wisst, dass ich mit Manu da war, gab es alles doppelt für uns. Also habe ich wirklich jede einzelne Goodie Bag zweimal zu Hause, das ist so krass, Leute. Und dann hat Manu mir vorgeschlagen, hey, guck mal, wir kriegen ja jetzt sowieso überall zwei Goodiebags, warum verlost du nicht einfach meine ganzen Sachen? Weil teilweise sind wirklich super viele Produkte drin, die wirklich nur Frauen benutzen können, wie zum Beispiel Lippenstifte oder so Pflegeprodukte, die halt Manu einfach wirklich absolut nicht braucht. Und deswegen hat er mir vorgeschlagen, hey Sarah, du hast jetzt alles doppelt, was willst du damit? Mach doch einfach auf YouTube so eine richtig, richtig fette Verlosung. Und Leute, ihr werdet euch gleich wundern, wie viel man auf der Fashion Week geschenkt bekommt. Es ist so krass. Ich bereite einem von euch da draußen die Freude. Hier ist zum Beispiel auch was drin, was personalisiert mit meinem Namen drauf ist. Das werde ich euch zeigen, aber das werde ich natürlich nicht verlosen. Und wenn ihr jetzt bei dieser Verlosung mitmachen möchtet, müsst ihr einfach nur kostenlos hier unten meinen Kanal abonnieren, diesem Video einen Daumen nach oben geben und etwas in die Kommentare schreiben, so oft und so viel ihr wollt. Und dann seid ihr schon automatisch mit dabei. Gewinner steht dann natürlich wie immer am Ende der Verlosung in der Infobox. Und ja, es ist wirklich einfach nur krass. Also wir haben so viele Sachen bekommen. Ich habe das hier hinten alles so gestapelt und alle Leute, die so zu uns nach Hause kamen, meinten so, oh mein Gott, was ist das? Es waren wirklich so krass viele Sachen, Leute, und man weiß langsam gar nicht mehr so, was man damit machen soll. Deswegen freue ich mich total, dass ich einem von euch da draußen eine richtig fette Freude bereiten kann und das einem von euch zuschicken kann. So, ich weiß gar nicht, womit ich starten soll. Es gibt ja verschiedene Lounges in oder auf der Fashion Week und natürlich auch Shows. Bei jeder Show ist eine Goodie Bag auf deinem Platz, die kannst du dir dann mitnehmen und in solchen wie nennt sich das denn? In solchen Lounges, genau, es gab ja zum Beispiel die Insta-Lounge oder Leck mich am Hashtag-Event. Da gibt es halt kostenlose Drinks, kostenloses Essen und natürlich ganz viele kleine Stände. Ist wie so ein, wie so eine Messe, sage ich mal, aufgebaut, wo du dann eben hingehen kannst, dich connecten kannst und eben auch Goodiebags kriegst, wenn du dich da vorgestellt hast, so auf die Art. Oder wenn du dich für ein Produkt interessierst und halt fragst, hey, kann ich das mal mitnehmen? Und dann kriegst du sofort alles. Das ist so krass. Und ja, die Fashion Week war richtig cool, hat mir super viel Spaß gemacht, besonders dieses Leck mich am Hashtag-Event. Das war so eine geile Location. Man konnte so coole Bilder machen. Da gab es natürlich kostenloses Essen und richtig viele Drinks und alles. Das ist mega geil, weil da kommen einfach alle Influencer, wirklich, die du sonst auch wirklich nirgendwo sehen würdest. Alle versammeln sich da und man kann sich so gut connecten. Und ja, das macht mir immer richtig viel Spaß auf der Fashion Week. Genau, ich würde sagen, ich verfall jetzt hier nicht in irgendeinem Roman, sondern zeige euch jetzt einfach mal die Sachen. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, wovon ich schon gerade gesprochen habe, mit der Leck mich am Hashtag Goodie Bag. Ja, bei Leck mich am Hashtag waren wirklich super viele Marken auch, wie so eine Art kleine Stände hatten die da aufgebaut, wie aus so einer Messe. Es gab coole Musik, es gab aber Essen und Trinken und so weiter und es waren nicht so viele da. Es war, glaube ich, Juwelkerze da. Wer war denn noch da? Quick Cap war da und was gab es denn noch alles? Genau, Lieblingsstück, das sind so handgemachte Taschen, die personalisiert sind und so weiter. Und man konnte sich da einfach so ein bisschen connecten. Wir waren da eher nicht so zum Connecten, sondern einfach nur zum Chillen. Deswegen habe ich jetzt nur von dort diese Goodie Bag bekommen und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Und guckt euch mal an, wie fett diese Goodie Bag ist, ja. Also das ist wirklich schon richtig krass. Ja, wir fangen mal an. Und zwar ist das Erste, was ich hier in der Goodie Bag sehe, eine Quick Cap. Ja, das ist eine Flasche, da füllt ihr einfach Wasser rein, die könnt ihr auch mehrmals verwenden, das könnt ihr, glaube ich, auch hier ganz gut sehen. Und da habt ihr verschiedene Aufsätze drauf und dann müsst ihr einfach nur das Ganze so runterdrücken und eure Flasche schütteln. Und dann trinkt ihr nicht nur Wasser, sondern Wasser mit Geschmack und da sind ganz viele tolle Vitamine drin. Wie zum Beispiel einmal Quick Cap Beauty, die tägliche Dosis für Schönheit, da ist zum Beispiel Biotin drin, Selen und so weiter. Dann habt ihr hier einmal Quick Cap Brain, das ist mit natürlichem Koffein und das natürliche Koffein besteht, glaube ich, aus Guarana und sowas, glaube ich. Guarana und Mate, genau. Ist richtig lecker und ich trinke das auch jeden Tag. Ich habe jetzt so eine 6-Wochen-Kur gestartet. Das nur mal so nebenbei, damit ihr so wisst, was es ist. Dann haben wir hier von Lascana so einen Trinkbecher drin gehabt. Genau, ich benutze die wirklich nie. Aber vielleicht benutzt es ja der Gewinner. Dann haben wir hier von Honest. Oh mein Gott, dafür habe ich auch schon mal geworben tatsächlich. Und ich finde das so lecker. Und seitdem trinke ich das unnormal gerne. Und zwar ist das Honest Bio-Tee, Himbeere und Basilikum. Und Leute, schmeckt so lecker. Dann haben wir hier von Dallmayr Teereise. Hier sind 5 Teepyramiden drin oder Pyramiden drin.
Dann haben wir hier von Nu Skin Sunrise Instaglow Tinted Self-Tanning Gel. My Instaglow. Ist auch eine sehr, sehr teure Marke, Nu Skin. Dann haben wir hier von Shea ein Handreinigungsschaum. Das finde ich richtig cool, auch für unterwegs. Das könnt ihr euch dann einfach so in die Handtasche stecken und falls es dann irgendwie vor Ort keine Seife gibt, könnt ihr euch die Hände waschen. Finde ich richtig cool. Reinigt und pflegt unterwegs etwa 120 Mal. Oh, dann haben wir hier noch was für einen Mann drin. Das haben wir gar nicht gesehen und zwar von L'Oreal Man Expert Hydra Energy. Feuchtigkeitspflege, 24 Stunden Antimüdigkeit mit 5 Wirkungen. Und hier ist auch wieder Guarana drin, richtig witzig, und Vitamin C. Genau, also falls ihr einen Freund habt, wir haben es ja eh doppelt. So, dann ist hier noch einmal das klassische Uno-Spiel drin. Das finde ich richtig cool. Da gab es auch so einen Greifautomaten, wo man was gewinnen konnte, aber da war so viel los, dass wir da gar nicht mitmachen konnten. Und ich glaube, da konnte man auch Uno gewinnen. Jetzt habt ihr es hier in der Goodie-Bag. Das ist ja richtig witzig. Das ist Chili-Sin-Karne mit Kakao. Mir kommt nichts in die Tüte, was dir nicht in den Kochtopf kommt. 4 Minuten fertig und vegan, also Chili ohne Fleisch. Also Chili con carne ohne Fleisch, so glaube ich. Finde ich richtig witzig, wie so ein Fertigprodukt sieht das aus, so ein Fertigessen. Keine Ahnung, müsst ihr mal ausprobieren. Oh, das ist richtig toll. Hier haben wir von Barbour Refined Cellular Glow Booster B-Phase. So Ampullen sind das. Wow. Ihr seht, hier sind wirklich hochwertige Produkte drin. Dann haben wir hier von Juwelkerze oder ja, besser gesagt von Juwelbad oder Jewelbad eine Badebombe. Und die zeige ich euch mal, wie die aussieht. Oh, riecht schon richtig toll. So sieht die Badebombe hier aus und da ist ein Schmuckstück drin. Und zwar, was wird da drin sein? Ein Ring ist hier drin. Richtig toll. Ja, und der Ring kann bis, glaube ich, zu 2500 Euro kosten. Wollen wir mal hoffen, dass ihr alle Glück habt. Oh mein Gott, wie schön, hier ist ein Popsocket noch drin für euer Handy. Mega, mega schön. Dann haben wir hier noch so ein kleines Parfum drin von Frau Tonis Berlin. Kenne ich überhaupt nicht, kennt man aber aus der Vogue und so. Und dann haben wir hier noch von Shea eine Aktivkohleseife. So sieht die aus. Und dann habt ihr hier noch unzählige Rabatte. Also so von Skechers habt ihr hier 50% Rabatt mit einem Code. Den werde ich euch jetzt nicht zeigen. Aber richtig cool gemacht, oder? Ja, und dann habt ihr hier noch so ein paar Flyer und so. Das werde ich alles dann mitschicken. So, es geht weiter mit Euphoria. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich bin echt ein bisschen überbelichtet. Eventuell sollte ich das so machen. Könnt ihr das jetzt besser sehen? Genau, hier habe ich eine Tüte von Euphoria bekommen. Und da sind richtig tolle Produkte drin. Und zwar haben wir hier einmal eine Ladestation, also einen Qi-Charger. Und hier steht Girlboss drauf und das ist so, so cool. Das müsst ihr einfach auf einen Tisch legen oder auf euer Nachtschränkchen, wie auch immer. Und dann könnt ihr das einfach in die Steckdose stecken und euer Handy hier drauflegen und dann lädt das automatisch. Also so ein typischer Qi-Charger, der aber einfach wie so ein Gummiteil aussieht. Richtig, richtig cool. Und dann haben wir hier noch ein leuchtendes Ladekabel mit so einer Rose oder einer Blume. Richtig schön auch. Und wenn ihr das dann in Strom ansteckt und das lädt, dann leuchtet das hier die ganze Zeit. So wisst ihr halt, dass es halt eben, ja, verbunden ist mit dem Strom. Und das ist einfach so ein Ladekabel fürs iPhone, glaube ich. Oder geht das auch für beides? Nee, braucht dann, glaube ich, einen Adapter, wenn ihr ein Samsung-Handy habt, was ihr dann so oben drauf stecken müsst. Aber ja, so sieht das aus. Ich finde das so toll. Dann war ich noch in der Style & Beauty Lounge von Reichert Plus und da gab es auch super viele Marken, die ich so noch gar nicht kannte. Zum Beispiel Euboss habe ich mal gesehen in der Apotheke, aber ich habe es noch nie getestet. Und da durfte ich ein paar Produkte mir aussuchen und mitnehmen. Und zwar habe ich mich hier für solche Ampullen entschieden. Und das ist hier pures Hyaluron fürs Gesicht. Finde ich richtig interessant. Und dann habe ich mir hier noch ein Kaviar Glow Boost ausgesucht, auch von Euboss. Und das ist richtig toll für unters Make-up zum Beispiel. Und das hier solltet ihr schütteln und das hier darf auf gar keinen Fall geschüttelt werden, weil das halt eben Hyaluron ist. Dürft ihr nicht schütteln. Genau, nur mal so als Info für die Gewinnerin dann. Und dann habe ich hier noch 2 Lippenstifte von Nu Skin bekommen. Ich werde die jetzt nicht auspacken, das sind beides Nude-Töne, also so Sarah-Töne einfach. Und das sind wirklich richtig, richtig, richtig tolle Liquid Lipsticks, die wirklich 24 Stunden lang halten, Leute. Steht zwar hier nicht drauf, aber ich weiß es, weil ich habe die schon zu Hause und die sind wirklich super. Und zuletzt habe ich hier noch von Lascana einen Morgenmantel, so einen richtig schönen seidigen. Und ich glaube, das ist One Size, deswegen könnte das eigentlich jeder von euch tragen. Ihr seht, das ist so ein seidiger Stoff und richtig, richtig schön in so einem Rosaton. Und den würde ich auch gerne an euch verlosen.
So, die Goodiebag, die ich euch jetzt zeige, die sieht so aus, ist von Lascana, von der Fashion Show. Und da gab es auch hier einen Trinkbecher, den ihr ja auch schon gesehen habt. Als nächstes haben wir hier so ein Probierset von Shiseido drin gehabt. Ich hoffe, das kann man ganz gut sehen. Ich weiß nicht, ich muss irgendwas hier ändern, damit ich nicht so überbelichtet bin. Aber ich glaube, von hier hinten könnt ihr es sehen. Das sind halt wirklich so zwei Mini-Pröbchen mit 5 Milliliter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Reihe auch schon und ich finde die echt gut, aber ich finde es echt schade, dass die so klein sind. Die hätten ruhig mal eine größere Probe reintun können, aber die Goodie Bag hat noch ein Highlight, zeige ich euch jetzt. Eine habe ich auch schon auf Instagram verlost. Und zwar ist das Highlight nicht das, was ich euch zeigen werde, sondern am Ende zeige ich es euch. Hier ist dann noch von Got2Be Glanzstück drin gewesen, ein Hair and Body Spray, so mit Glitzer ist da drin gewesen. Dann gab es noch von Lascana, haben die sich so bedrucken lassen, einen Labello, also einen ganz normalen Lippenpflegestift. Und dann hatte man noch eine Karte von About You hier drin. Wie ihr wisst, wurde ja die Fashion Show von Lascana im Rahmen der About You Fashion Week gemacht. Und dann gab es hier, meine Haare, ein Hallo neues Lieblingsoutfit-Gutschein. Und da habt ihr dann einen 15 € About You-Gutschein. Genau, und der ist dann auch noch mit dabei. Ich finde, das ist halt mega cool. Die Kerzen habe ich hier gerade noch total übersehen, die habe ich aber per Post zugeschickt bekommen, weil das so das Willkommensgeschenk der Fashion Week war. Und zwar haben wir hier zweimal dieselbe, wie gesagt, eine gehört ja mir und eine Manu und eine werdet ihr dann auch bekommen. Wir haben hier zweimal dieselbe, ich hatte die jetzt hier gerade liegen und zwar ist es von Juwelkerze Oh Happy Day, also die Oh Happy Day Kerze und die ist wirklich richtig schön. Die Kerze riecht auch wirklich extrem gut und dann habe ich euch ja von der Insta-Lounge, glaube ich, auch schon erzählt und da gab es das hier, Leute. Das ist so das Willkommensgeschenk gewesen. Da konnte man direkt an so einem Rädchen drehen. Haben sie mich gefragt, möchtest du drehen? Ich dachte mir so, komm, ja. Esra hat mit Toffis Foto gedreht. Ich fand das so süß. Oh mein Gott, die hat ja so einen kleinen Pomeranian. Und er war auch mit dabei. Das war so witzig. Und der hat dann direkt den Hauptgewinn gewonnen. Ich habe nur zwei Sachen gewonnen. Und zwar zeige ich euch das auch mal. Ach, hier habe ich noch alles andere reingestopft, was ich da so bekommen habe. Ich habe mir einmal das hier rausgesucht. Das ist hier von Redken. Das finde ich richtig toll. One United nennt sich das Ganze. All-in-One Multi-Benefit Hair Treatment. Und das ist wirklich so, so toll, das Zeug. Das sprüht ihr euch einfach in das handtuchtrockene Haar und dann habt ihr wirklich so schöne Haare. Und ich habe das echt gerne gemocht. Und dann gab es das da wieder und deswegen habe ich mir gedacht, das nehme ich mit. Und dann gab es noch eine Box. Ich weiß nicht, ob die voll ist. Ja, doch, die ist voll. Das ist die InStyle-Box. Und genau, da habe ich mir noch das hier rausgesucht. Und zwar Orange Scrub. Sanft gepeelt mit Feuchtigkeit verwöhnt. Von Sencera, genau. Das kenne ich auch gar nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, das will ich mal testen. Beziehungsweise, das müsst ihr dann testen. Ja, dann ist die Tüte hier auch schon leer gewesen. Und ich habe hier so eine InStyle-Box noch dazu bekommen. Und diese InStyle-Box ist gefüllt mit richtig vielen Sachen, Leute. Deswegen schauen wir da jetzt mal zusammen rein, was es da so gibt. Oh, wow, das ist ja mega geil, Leute. Schaut mal, hier sind so Invisi-Bubbles drin mit Avocado drauf. Oh, richtig süß und so ein Doppelpack. Mega. Dann haben wir hier sowas noch drin. Was ist das denn? Was ist das? Für eine Zahnbürste vielleicht? Ja, einfach so in so ein Gläschen. Sieht aber eigentlich echt süß aus, so fürs Bad. Auch in rosa. Oh, dann haben wir hier noch was richtig Cooles. Und zwar, oh mein Gott, mein Lieblingswimpern von Adele, die Wispies. Das sind echt die besten Wimpern, finde ich, zum Aufkleben. Dann haben wir hier eine Aloe Soothing Mask. Also ein Pack von Beton. So eine koreanische Marke, glaube ich. Weil hier unten steht dann irgendwie sowas in so einer Schrift. Boah, hier sind echt viele Sachen drin. Oh mein Gott, dann haben wir hier sogar noch was von Bilou drin. Und zwar Yummy Lemon, das Körperspray oder Deo, wie auch immer. Dann haben wir noch von Bilou das passende oder den passenden Creme oder Duschschaum. Dann haben wir hier von So Susan ein Light Shifting Highlighting Cream. Also eine Highlighter Cream von So Susan. Die Marke kenne ich jetzt persönlich, glaube ich, gar nicht. Hier ist dann noch etwas zu trinken drin. Ein Any Nagellack haben wir auch noch hier drin gehabt in der Farbe Watermelon Please. Richtig schöne Farbe für den Sommer. Und ich glaube, das ist dann auch das letzte, oder nee, das vorletzte Produkt. Krass, hier ist noch eins drin, das habe ich ja fast übersehen. Und zwar ist das hier so ein Butt First Make-up. So ein Silikonschwamm war da noch drin. Und das hier ist das letzte, und zwar Thomas Henry Coffee Tonic. Krass. Ja, und das ist alles hier in der InStyle-Box drin gewesen. So, hier gab es dann noch eine Klatsch von Pandora. Ich komme mal ein bisschen näher dran, damit ihr das sehen könnt.
Und zwar steht hier Pandora und die haben ja so eine König der Löwen-Kollektion rausgebracht. Deswegen ist dann hier nochmal so König der Löwen drauf und hier durfte man noch seine Initialien drauf machen. Und ich finde, das könnte wirklich einer von euch haben, weil diese Initialien sieht man ja nicht so gut und dann wisst ihr halt auch, dass es von mir ist. Und ja, das ist halt wie gesagt eine Klatsch von Pandora. Richtig, richtig schön. Und von Biotherm gab es auch noch was für uns. Das ist auch richtig toll. Ich glaube, darüber würdet ihr euch auch freuen. Und zwar zuallererst ein Popsocket. Von Biotherm, richtig süß, kann jeder gebrauchen. Und dann gab es noch einmal zwei neue Produkte für uns. Wir haben hier einmal hier dieses von Biotherm, das Aquaglow. So sieht es aus und das ist wirklich richtig, richtig toll für unters Make-up. Und die Frau hat uns erklärt, dass ich das am besten mischen soll, weil ich ja so eine normale Haut habe, aber das ist ja wie gesagt eh für euch. Und dann haben wir hier noch einmal das Live Plankton Elixier. Und das kann man zusammen mischen und dann einfach unters Make-up tun. Da habt ihr wirklich eine richtig schöne mit Feuchtigkeit versorgte Haut. Feuchtigkeit ist wirklich auch super wichtig, damit ihr nicht glänzt über den Tag über und dass eure Haut fettet. Deswegen, das wird immer so verwechselt. Oh mein Gott, bloß kann ich keine Feuchtigkeit, wenn ich fettige Haut habe. Nein, so ist es nicht, Leute. Und genau, dieses Glow ist halt einfach nur, damit eure Haut so richtig schön strahlt. Also diese zwei Produkte von Biotherm gab es auch noch. Dann geht es weiter mit dieser fetten Tüte hier. Wie ihr seht, da steht Venice drauf. Und ich finde die so toll, die werdet ihr natürlich auch bekommen. Aber den Inhalt leider nicht komplett, denn diese Tüte ist von Deichmann gewesen. Und dort habe ich mir Schuhe personalisieren lassen, die ich auch behalten werde. Ich kenne ja den Namen der Gewinnerin nicht, deswegen konnte ich das da leider nicht machen. Und zwar habe ich mich hier für dieses Schuhmodell hier entschieden. Das sind so ganz normale weiße Sneakers mit hinten Leoprint. Richtig schön. Und da konnte man sich dann eben entscheiden, was man drauf haben möchte. Und ich habe mich eben dafür entschieden, dass ich meinen Namen, also hier Sarah, hier an die Schuhsohle, an den Rand hier schreibe vom Schuh. Dann konnte man das eben noch hier auf die, wie nennt sich das denn, auf die, dieses Läppchen hier, ich weiß gar nicht, Schuhsohle nennt sich das? Nee, nicht Schuhsohle, wie heißt das denn hier? Ihr wisst schon, was ich meine. Hier konnte man das eben noch drauf machen oder eben so einen breiten Schnürsenkel wählen und den Schnürsenkel bedrucken lassen. Aber ich fand das irgendwie am Schuh irgendwie am besten und deswegen habe ich das halt am Schuh gewählt. So Leute, es hat ja gar kein Ende mehr, ich sag's euch. Hier ist auch noch was drin und zwar haben wir hier von Eucerin was Cooles bekommen. Und Eucerin hat uns zwei Produkte mitgegeben. Und hier habe ich auch noch was, ist auch personalisiert. Das kann ich euch auch nicht mitgeben, weil das halt wirklich so für mich ist. Und zwar von Eucerin gab es einmal Hyaluron-Filler. Also eine Creme, so sieht die aus. Und dann gab es von Eucerin ebenfalls Hyaluron-Filler-Booster. Was ist das denn? Feuchtigkeitsbooster bei ersten Fältchen, Sofort-Effekt. Zieht schnell ein. Genau, so sieht das dann aus. Und diese zwei Produkte haben wir auch noch dort bekommen. Das hier, darüber habe ich mich so gefreut, das konnte ich selber machen. Und zwar ist es ein T-Shirt. Wie ihr seht, hier stehen meine Initialien drauf. SD, Sarah Desideria. Und das T-Shirt ist von Brex. Feel Good, das kenne ich gar nicht. Und die Frau, die mir das gemacht hat, kannte mich sogar. Fand ich richtig süß, hat meine Videos geschaut. Und hinten dann habe ich hier noch so eine Ananas drauf gemacht. Habe ich in Größe XS mir mitgenommen. Und das ist so ein bisschen oversized. Und ich finde das T-Shirt echt mega cool. So sieht es dann halt noch von Namen aus. So, und wenn man rausgegangen ist, hat man noch eine Goodie Bag von der Install direkt bekommen. Und da kann ich euch zeigen, was da drin ist. Da ist wirklich super viel drin, ne? Zum einen haben wir hier eine Rundbürste bekommen von Parsa. Kenne ich gar nicht die Marke. Seidiger Glanz dank Keratin. Also ist da wohl Keratin oder so drin, ne? Rundbürste mit Keratin. Dann haben wir hier noch so eine richtig coole bunte Cappy drin gehabt. Ich finde die echt irgendwie ganz cool. Auch wenn ich nicht so gerne Caps trage. Aber irgendwie, ich finde, die hat voll was. Dann haben wir hier von Köln Hafer-Snack Cakes. Sind einfach so Haferkekse. Finde ich auch richtig cool, dass sie sowas hier reinpacken. Dann haben wir hier von Freiöl ein Figuröl, Shaping Oil. Gegen Zellulite und so weiter steht hier drauf. Socken gab es auch noch von Stans, kenne ich gar nicht die Marke. Mit einer Giraffe drauf. So ein Zweier, nee, das ist nur ein paar Socken. Wie süß aber, guck mal, so richtig geile Printsocken, richtig kitschig. Von Biotherm gab es hier eine Parfümprobe, uninteressant eigentlich. Dann gab es hier noch ein Produkt von Nusha, High Performance Leave-In Conditioner. Also eine Spülung, die ihr nicht auswaschen müsst von Nusha. Und hier noch von dieser Marke, die ich euch eben auch schon gezeigt habe, Sensera. Lotion Against Ingrown Hair, also eine Lotion gegen eingewachsene Haare. Auch richtig cool. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Dann haben wir hier noch was von Pure 97. Das ist eine Marke, die es ja in der Drogerie gibt. Die ist ganz neu. Für normales Haar ist das eine Kur, glaube ich, oder? Sanftpflegende Haarmaske. Genau, eine Haarmaske von Pure
97 oder Pure 97. Eine Zeitschrift ist natürlich auch dabei. Oh, eine InStyleMan tatsächlich, ist ja krass. Dann gibt es hier irgendwelche Gutscheine wieder, noch mehr Gutscheine. Und das finde ich auch ganz cool. Da gab es hier von Shaco, so sieht das Ganze aus, mit Liebe und Seele hergestellt. Was ist aber hier drin? Ich habe noch gar nicht geschaut. Das sind auf jeden Fall Shakes. Ah, da ist ein Shaker drin mit einer Shake-Probe. Oder mit Shake-Proben. Und das hier ist der kleine Shaker. Richtig süß, haben die wahrscheinlich extra angefertigt für diese Goodie-Bag. Dann haben wir hier noch von Eucerin den Hyaluron-Filler, Vitamin C. Genau, ist halt so ein Vitamin-Booster. Ich glaube, das ist in klein einfach nur. Oh mein Gott, wie lecker. Hier ist noch ein Kokos-Ananas-Getränk drin von Rauch. Dann haben wir hier nochmal das drin, was ich eben gerade euch auch schon in dieser Box gezeigt habe. Hier sind dann nochmal von Deichmann Einlagen drin, so Gel-Einlagen, finde ich auch richtig cool, so für hohe Schuhe. Von GHD ein Haarspray, auch richtig geil. Dann haben wir hier noch von iCrush eine Kette drin. Och, wie süß, guckt euch das mal an. Die ist echt toll. Seht ihr, so eine Kette mit so einer Welt drauf. Das, das und das. Hier haben wir hier von Invisibubble, was finde ich ja richtig cool. Oder Invisibobble, wie auch immer. Eine, wie heißt das denn, so ein Hairclip, was irgendwie nicht die Haare verbiegen soll. Seht ihr das? So ein durchsichtiges Hairclip. Dann haben wir noch von Euphoria einen Spiegel. Finde ich richtig cool, so ein Schlüsselanhänger als Spiegel. Und zu guter Letzt in der Goodie Bag war hier von Lespex was ganz Unscheinbares drin, was aber mega geil ist. Und zwar könnt ihr euch das an die Sonnenbrille hängen und dann habt ihr hier so ein Band runterhängen. Richtig geil. Also die Goodie Bag von InStyle war auch mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig geile Sachen hier drin. Leute, das nimmt schon fast gar kein Ende. Ich habe jetzt hier noch ein paar Goodie Bags. Das ist hier die von Guido Maria Kretschmer. Die fand ich auch sehr gut. Gab es bei der Show. Und zwar ist hier einmal die Guido-Zeitung drin. Dann haben wir hier das hier drin, so ein Lookbook, also von der Otto-Kollektion, denke ich, von ihm. Dann gab es hier noch von, das habe ich euch auch schon gezeigt, von Oilboss, in so einer kleinen Verpackung jedoch, diese Ampullen, die man schütteln muss, ist auch Kaviar Glow. Und dann gab es hier noch von Oilboss einen Hyaluron 3D-Booster. Wie ihr merkt, Hyaluron ist voll im Trend aktuell. Dann ist da hier noch sowas drin gewesen, was ich euch eben auch gezeigt habe von derselben Marke. Dieses Chili Sin Carne. Und das ist auch von derselben Marke. Das ist hier, ach Molly, das ist hier so ein Smoothie-Snack. Heidelbeer, Rote Beete und Acai. Dann war hier noch eine Handcreme von L'Occitane drin. Und noch von GHD das Final Shine Spray. Und Molly bellt im Hintergrund, keine Ahnung. Lasst euch nicht stören von ihr. Und genau, so sieht das hier aus. Und zu guter Letzt war in dieser Goodie Bag das hier aus seiner neuen Kollektion drin. Und zwar ist das hier ein Shirt mit so richtig schönen, was ist das denn hier überhaupt? Bienen. Und hier sind so richtig schöne Bienen und die Bellen drauf. Ich finde das irgendwie richtig cool. Das kann man echt schön im Sommer tragen. Ich würde es jetzt nicht so tragen, sondern würde es halt so knoten. Wisst ihr, wie ich meine? Und das sieht wirklich toll aus, so einer Shorts dann kombiniert. Und ich glaube, das ist auch gar keine bestimmte Größe, sodass es auch jeder anziehen könnte. So, Leute. Und zum Schluss zeige ich euch so das Beste. Was heißt das Beste? Aber darüber habe ich mich irgendwie auch echt gefreut. Und zwar war ich ja bei Douglas. Da war ja Anastasia Beverly Hills da. Vielleicht kennt ihr sie ja. Sie macht ja diese krassen Augenbrauenprodukte, die ja wirklich voll im Hype sind. Und da gab es natürlich auch in der Goodie Bag von Douglas Produkte von ihr. Und zwar haben wir hier einmal die Palette von Anastasia Beverly Hills. Kannst du mal bitte fokussieren. Aber ihr könnt, glaube ich, die Farben ganz gut hier hinten sehen. Und ja, die ist natürlich auch für euch. Und alles andere, was ich euch gezeigt habe, ist alles für euch. Und das ist so krass, was ich euch hier alles so schenke. Dann gab es hier noch drei weitere Produkte in der Goodie Bag von Anastasia. Einmal den Liquid Lipstick in der Farbe Allison. Das ist so ein richtig dunkles Rot. I hope you can see. Dann ist hier noch so ein Clear Brow Gel dabei, also einfach ein durchsichtiges Augenbrauengel zum Fixieren der Augenbrauen. Und noch ein Dip Brow Gel, das kenne ich auch gar nicht, ist in der Farbe Soft Brown, also auch so, was halt eher für hellere Augenbrauen eigentlich gedacht ist. So. So, und zu guter Letzt ist das hier noch dran. Wie gesagt, wir haben ja von jedem alles doppelt, deswegen zeige ich euch eine Sache, weil ist ja eh überall dasselbe drin gewesen. Ich habe ja auch schon reingeguckt. Also, da war ich auf der About You Fashion Week auf der Eröffnung. Es gab ja die letzte Show noch mit Lena Gerke. Da bin ich tatsächlich nicht mehr hingegangen, weil ich echt nicht mehr konnte, Leute.
Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was hier drin ist. So, zuallererst hatten wir hier auch einmal Quick Cap drin, wie auch immer. Ich glaube, die sind so Hauptsponsor von der Fashion Week gewesen. Dann haben wir hier Pure People Tap Water. Ich weiß gar nicht, was das genau ist, aber ich glaube, das ist richtig cool, weil... Ah, genau, das ist hier einfach so eine Flasche, wie ihr sehen könnt. Und die könnt ihr immer mitnehmen, weil ihr könnt dann einmal... Also entweder könnt ihr das so einschütten und dann so draus trinken. Finde ich eigentlich richtig geil für Molly. Oh mein Gott, das ist wirklich voll cool. Dann könnt ihr das wieder dran schrauben oder könnt das dann halt eben so trinken. Also ist so ein 2-in-1-Ding. Ich finde es mega geil. Voll cool. Ich habe das gar nicht geblickt, als ich das erste Mal gesehen habe. Dann hatten wir hier noch so eine Probe drin. Instant Glow Hydrogel iPads von by Wonder Stripes. Einfach nur einmal. Also so für einmal. Dann haben wir hier von Villeroy & Boch, heißt es, glaube ich. Unser Bart ist auch von dieser Marke. Haben wir hier was drin? Was soll denn da drin sein? Okay, ein Teller. Für Seife, glaube ich. Keine Ahnung. Voll unnötig finde ich das gerade. Das finde ich richtig cool. Und zwar ist es hier eine Gesichtsmaske mit dieser Harley Quinn. Und zwar von, wie nennt sich das denn? Energy Skin? Kenne ich gar nicht. Aber cool. Sieht echt cool aus. Dann gab es hier von Janssen Cosmetics so Ampullen mit Kaviar-Extrakt. Auch schon wieder Kaviar-Extrakt, Leute. Ich sag ja, Hyaluron und Kaviar und sowas ist alles hier voll im Trend. Dann haben wir hier eine Tomatensuppe. Kein Chili Sin Carne, sondern Tomatensuppe. Dann haben wir hier noch von Klar Seifenmanufaktur ein festes Shampoo. So sieht das hier aus und das ist halt eben so eine Probe für so ein festes Shampoo. Ich liebe ja feste Shampoos. Und dann haben wir hier von Evora Cooling Gel Road Trip Aloe Vera. Oh, das ist echt cool. So ein Aloe Vera Gel ist hier noch drin gewesen. Und von Got2Be Shimmering Silver Glitzer Haargel. Also könnt ihr euch das so richtig hier an den Ansatz schmieren. Dann habt ihr so richtig fett Glitzer in den Haaren. Ist geil für Festivals auf jeden Fall. Und was haben wir hier noch drin gehabt? Ich glaube nur noch das hier. Das ist, glaube ich, ein Beutel. So eine Tasche, glaube ich, oder? Ist hier so zusammengerollt gewesen. Ich glaube, so ein Jutebeutel, oder? Zum Einkaufen, kann das sein? Ja, tatsächlich ist es ein Beutel zum Einkaufen, den man dann so richtig schön verpacken kann. Sehr, sehr gut. Sowas liebe ich ja. Und brauche ich auch, weil ich habe ja 2 Stück, wie gesagt, deswegen werde ich eine behalten, ja sowieso. Mega, passt auch richtig viel rein. Und das war jetzt die allerletzte Goodiebag, die ich mitgenommen habe. Und man muss wirklich erwähnen, Leute, beziehungsweise dazu sagen, ich war nicht auf jeder Fashion Show. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war, glaube ich, auf 3 oder 4 Fashion Shows und das war es auch schon. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeug ich noch bekommen hätte, hätte ich wirklich das volle Programm von A bis Z gemacht. Ich bin auch überlegen, ob ich für Januar eventuell einen Platz verlose an euch, dass ihr dann mit mir auf die Fashion Week gehen könnt. Und dann könnt ihr auch alles abstauben. Ist doch mal eine richtig geile Idee, oder? Falls ihr das für eine gute Idee haltet, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Hotelkosten und so weiter würden dann natürlich auch übernommen werden. Und ja, lasst es mich gerne wissen, wie ihr die Idee findet. Und dann würde ich sagen, ich habe so viel gelabert jetzt. Ich hoffe, dass es nicht zu lang geworden ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht alle fleißig mit. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine Freude bereiten. Und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Mua. Tschüss!